Ich habe, kommt in Grau, nämlich Basalt. Ja, sortiere ich nicht, wa? Grün ist Dirt. Äther-Scheiße ist in Hellblau. Warte, Grün, Dirt. Was war das andere? Hellblau. Übrigens, Hellblau ist Nether-Zeugs. Ich habe hier übrigens von jedem Ohr, das ich jetzt gerade gefunden habe, eins drin gelassen, nicht in Maserat reingeworfen. Das können wir später gebrauchen, dann. Deswegen. Dann? Dann in Grau kommt Glowstone. Also helles Grau. Ja. Blau Pink dann. Ist Wolle. Mach Pink. Pink und dann Blau, also. Das war's. Blau mit Obsidian, genau. Das Problem ist, die Obsidian-Pipe ist noch nicht da. Da fehlt irgendwie die Tubes für. Oh. Irgendeinen Fuscher weggelassen haben. Jetzt muss ich noch irgendeine Farbe nachpinseln. Das war bei Grün, genau. Haben wir noch Tubes irgendwo rumfliegen? Ja. Wisst ihr das? Hier. Ich hab's schon. Ja, dann was war denn das? Blau brauchen wir als Pinsel und wir brauchten Grün. Das gut, dass wir so viele Farben haben. Das letzte Mal auf dem alten Server da, da hatten wir so viele Farben, da bin ich kaum durchgestiegen. Da hatten wir alle was? Farben, glaube ich, ne? Ja. Ich kann mich daran erinnern, was braucht man? Brass? Tubes. Was in der Tube? Tubes. So, angepinselt, alles bereit. Jetzt können wir eigentlich sortieren und wir können halt den. Nein, noch nicht? Ah ja, nein, müssen die Batterien herstellen. Scheiße, ich gehe offline. Und Solar. Ich gehe ins Bett. Ein paar von diesen. Klug meine Mutter hat gerade angerufen, ich soll ins Bett gehen. Genau. Kann ich mir gut vorstellen. Jacki, baust du die Battery Box und ich baue die Solarpanels. Nee, Blacky baut die, weil er kann aufnehmen und ich nicht. Was ein Pech. Was? Nee, ich bin Farm, was? Achso, du bist Farm neben mir. Bleib hier. Ja, ich bleib hier. Grad bleibst du hier. Mein Junge. Kommst du hierher? Ach, wie baut man die denn nochmal? Ich hab gerade eine nette Art gefunden. Ich dafür das F-Wort muss sagen. A fucking nice, oder was? Genau das. Uloi. Ich flug die ganze Zeit schon rum, deswegen ist das in Ordnung. Wir versehen einfach das Video mit ab 18 und gut ist die Kiste, ist egal. Verdammte Beep, Beep oder so. Ja, dann musst du bei mir heute ganz schön viel ausbiepen. Ich wollte gerade sagen, unsere gehören komplett unter Beep, 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 Beep. Ja, einmal haben wir sogar deinen Namen schon ausgepiept. Echt, haben wir? Aber mein nicht. Ja, mein nicht, komischerweise. Doch, da einmal dein. Echt? Ja, beim zweiten Mal war es egal. Ja, ist auch wirklich egal. Ups. Niemand kann sich was von meinem Namen kaufen, der sowieso kacke ist, also von daher. Ich finde deinen Namen sexy. Kannst du mal aufhören, mich anzubaggern, bitte? Tut mir leid. So. Danke. Ups. Dale. Was sagt? Jetzt aber. Ich habe mir gerade einen Stack Batterien gegeben. Was? Ach, ein Zufall. So, wir brauchen. Bring mal bitte mit Nikolite. Ich jetzt, oder was? Ach, das liegt ja eh noch hier rum. Ich wollte gerade sagen, er ist so irritiert. Ich wollte gerade den Boden ausbessern von dem ganzen Laden hier. Du willst das überall Dschungelholz hinsetzen, ja? Sehe ich das richtig? Ich weiß nicht, ich hab das einzige Holz, was ich gesehen hatte, so schnell. Oder welch, was findest du denn so einen Boden cool? Ja, ich mag das auch. Ich habe eine Idee, dass wir übrigens, ja. Wenn ich kurz aussprechen darf. Ja. Die Wände mit Construction Foam bekleben später und dann die Farben von den einzelnen Reihen da einfach an die Wand schmieren sozusagen, damit man das ein bisschen so sehen kann, weißt du, einfach nur, damit es ein bisschen gestaltet ist, sag ich mal. Ja. Finde ich gut. Wie wäre es, wenn wir in die Mitte so normale Wood-Blöcke machen? Normale Wood-Blöcke. Die können wir noch nicht drehen in 1, 2, 5. Denkton. Ja, okay, können wir aber auch machen. Wir brauchen übrigens noch, warte, Mensch, wie hieß das Zeugs? Mist. Lampen. Nein, weißt du, wie man die bastelt? Brauchst du so Luma, Luma oder sowas? Luma, Lumen. Bring mich nicht alles durcheinander. Eisen und... Dann fangen wir machen erstmal in Ruhe jetzt. Wir machen erstmal jetzt den Boden, dann machst du nebenbei die bescheuerte Solaranlage für den komischen Satirkrams. Ja, ich mach das. Ja, ich kann's auch, dann sieht man ja nicht, wie man's macht. Ja, und der zweite Kameramann ist ja abgehauen, schnellstmöglich. Ja, das ist auch ein Arsch.
Ja, jetzt auch nicht so. Ja. Jetzt bin ich's wieder. Wir haben kein Kupfer mehr hier drin. Ich bin schon unser Running Gag, dass ich die ganze Zeit sterbe und jetzt auch noch hier. Als wenn du das unfreiwillig machen würdest. Ja, natürlich mache ich das unfreiwillig. Ja, okay. Ich meine freiwillig. Was? Ja, wieder? Ah, ich vergesse das. Oh, verwirrt. Will man nicht mal flamen, dann versagt man so hart, ey. Möp, möp, möp. Basi. Also. What the fuck? Die Blöcke hier sind zu gelb wie deine Zähne, ey. Unglaublich. Random Mucke ging an. WTF. Aha. Jetzt kommt gleich hier Sony BMG oder sowas und macht hier den Laden dicht. Nein, das ist großartig. Das war Werbung von Beach of Legends Tournament. Erwähne es nicht. Du weißt doch ganz genau, dass Ricky dann feuchte Augen kriegt. Jetzt hör auf. Ja, böse. Tut mir leid. Also, tut mir nicht leid, aber egal. Was baue ich jetzt hier für einen Dreck? Das sind sogenannte BT-Batterien. Dazu macht man an den Rändern einfach Nikolite, oben unten Kupfer und in der Mitte Zinn. Red am besten schneller, damit man dich nicht versteht. Ja, ist doch recht einfach. Vor allem sieht man es ja 10 Minuten mehr, bis ich die... Hast recht. Was auch ein Kacksystem, da hast du recht, ja. Ja. Darf ich die ganzen Schilder neu setzen, weil ich den Boden drunter wegreißen muss? So eine schöne Bescherung. Ha, ha, ha. Gerade die ganze Zeit Fuck sagen, jetzt schöne Bescherung, WTF. Ja, ich muss mein Niveau, wir cutten doch. Vielleicht ist das eine Video halt ein bisschen härter so und das nächste ist halt wieder Softcore. Deine Softcore-Pornos. Also, Plecken, jetzt reicht's. Was denn? Ich bin evangelisch erzogen, das kannst du nicht sagen. Evangelisch? Mein Gott! Ungläubiger! Oh mein Gott, Dole nicht in Süddeutschland wie du, wo man automatisch halt eher katholisch getauft wird. Staatswegen. Ist aber egal. Wie ist so denn mal die Kiste Maschinen? Ja, egal. Mist, wie hast du die eine Kiste genannt, Rieke, wo die ganzen Maschinen rein sollten? Ja. Maschinenkiste nenne ich jetzt. Ich hab Tungstenohr gefunden. Tungstenohr. Nice. Schön. Nice bei meinem Leben, glaube ich. Das nächste Mal, Blue Alloy Wires. An den Seiten Wolle und in die Mitte eine Reihe Blue Alloy Ingots. Die sind dazu da, um Strom zu leiten. Anderen Strom, als wir hier eben geleitet haben, als wir hier für diese Maschinen brauchen. Leider. Ja, leider. Das ist dann wieder vom anderen Mod. Ich glaube, bisher gibt es drei verschiedene Arten von Energie irgendwie. Es gibt dieses EMC, dann gibt es die ganz normalen, diese EUs und dann, was gibt's noch? Ja, diesen komischen Kram von den Batterien jetzt wieder. Ja, aber die EMC ist ja quasi ist ja kein Equivalent Exchange Energie, also es ist einfach nur, man kann es eigentlich Energiewert nennen, also nicht. Was nicht ganz unrecht. Totenstille nach meinen Worten. Ja, wir belegen gerade alle ganz angestellt. Ich muss mir was merken. Und ich habe mir gerade festgestellt, dass ich es lustig finde, dass unser ganzes Lager so denglisch ist quasi. Teilweise Englisch, teilweise Deutsch irgendwie. So, 209, 112. Hoffe ich. Verdammt, auf keinen Fall. Puh, ich habe vergessen, was der nächste war. Ich glaube, da war Copper? Nee. Oder? Scheiße, jetzt muss ich gucken gehen. Redstone! Ah! Gut zu wissen. Na, fast. Lenke ich dich ab mit den Materialien, die ich gerade sage? Was? Nein. Okay. Ich könnte Rotstein schreiben. Ich glaube, ich mache das ganze Lager in Deutsch gleich mal. Dann schreibe ich für Redstone Rotstein. Und Glühstein. So ein Glühstein. Bitte nicht. Leuchtstein. Leuchtstein, stimmt. Eigentlich glühen im glühen Sinne schon. Ja, egal. Nicht drüber. Blacky, bald ist wieder Weihnachtsmarkt, dann kannst du wieder Glühwein trinken. Naja. Vorglühen. Wer schlägt mich denn hier? Geht's noch? Hä? Ach, das ist ein Skelett! Oh Gott! Kommst du schon wieder her? Verpiss dich. Das spawnt, glaube ich, bei uns vom Netherportal, da ist relativ dunkel. Ups. Ups, oh je. Seit wann verarbeitet denn mit. Hä, WTF? Ah, nee, doch nicht.
Anzeigefehler. Ich habe außerdem mein Mining Drill in die Energy Kondenser reingestopft und habe mich gewundert, warum er weg ist, aber es war nur ein Anzeigefehler. Alles in Butter, immer locker bleiben. Immer locker flockig durch. Ja, ja, das ist. Buchse atmen. Ja, so sieht's aus. Ich hab nur meine allgemeine Verwirrung gerade ausgedrückt dadurch. Ach, das ist ja auch doof. Ja, eben. Das kann man schlauer machen. Vorher weiß ich, dass ich das Slime-Stab das in der Wand verpackt ist. Und ein Opfer bist. Wir müssten übrigens mal schnellstmöglich einen Nanosuit für Blacky herstellen, damit er endlich mal nicht mehr drauf geht. Ja, das wäre besser. Da gehe ich dann trotzdem noch drauf. Wenn du durch einen Nanosuit drauf gehst, dann bitte ich dich, dem mal dann zu schreiben mit Wachsmalern, ich bin doof. Okay. Aber nicht die Wachsmaler essen. Ruhe jetzt, Akrobaki. Warum ich denn? Weil ich nicht mag. Au. Random retarded Zeug von sich gibt. Ich find's blöd zum Springen. Fail, Ricky. Ja. Fails. Wisst du schon, warum du nicht farmen gehst? Ja, weil ich 1000 Dias mitbringen werde. Aber nur off-cam. Ja, ja, ich weiß schon. Ja. Aktuell kriegst du die richtig dicke. Und ich kann schon wieder nicht abbauen. Ist da das Spawn oder was? Mann. Kann ich einmal mit Profis arbeiten? Ich glaube, ich starte jetzt einen offiziellen Notruf. Suche Profis. Verdammt, ich weiß die Koordinaten nicht mehr. Oh, 200 plus. Plus 120. Ja, aber die genauen. 112? Also, welche willst du denn haben, genau? Für was denn? Wo da, soll ich wo stehen das Kabel dafür hochgeht. In der, bei den Sorting Machines. Geh mal zu den Sorting Machines. Jawohl, Meister. Aye, mein Lord. As you wish. As you please. Ja. Hier bin ich. Ja, Arbeit. Ich hab's gefunden. Vielen Dank. Peter Zwegert. Hier bin ich. Sie haben mich gerufen. Was kann ich für Sie tun? Ich hab das vorher noch nie gesehen, aber ich kenne das aus der Verarsche von Switch. Ich würde mir so einen Scheiß nie angucken normalerweise. Wobei Switch auch nicht gerade nicht ruhvoll ist, aber das muss ich sagen. Was ich geil finde, ist, dass tatsächlich jemand sein Schuldenproblem gelöst hat, durch indem er einfach das gleiche gemacht hat, was Peter Zwegert gemacht hat. Einfach zu den Banken hingegangen ist und so weiter. Mit denen geredet hat. Mist, ist jetzt nicht runter. Ja, das ist erstaunlich. Ist da was bei dir runtergefallen? Die Battery Box? Warte, ich guck gleich. Warte. Man kann aber auch zum Beispiel seine Geldsorgen loswerden, wenn man seine Seele an RTL verkauft und dann seine Familie bloßstellt. Ja, das geht auch. Das ist Neues. Also, jetzt hast du es ja selber eingesammelt. Ich bin auch runtergefallen. Achso. Du hast gerade den ganzen Leuten einen Tipp gegeben, wie sie Geld verdienen können. Und das ist gratis. Hast du nicht gemerkt, dass die eigentlich nie Geld kriegen bei RTL? Ein bisschen kriegen die auch dafür, dass sie ihre ganze Familie, wie gesagt, lächerlich machen oder so. Du musst ja auch die übelsten Knebelverträge unterschreiben, dass du ja nichts über diese ganzen Spasti-Sendungen da verlierst irgendwie. Ehrlich? Da kann man nur Fernsehkritik.tv mal empfehlen. So eine Familie hat da mal drüber berichtet, die wurde dann von RTL ganz böse verklagt und so, weil die ja dann gegen den Vertrag verstoßen hätten und sowas. Oh. Yaki? Jawohl. Kannst du nochmal dahin gehen? Oh, ja, natürlich, gerne. Ich laufe gerne fünfmal dieselben Wege, ich bin da ein Freund von. Verdammt, ist jetzt dunkel, das sieht alles anders aus, weißt du? Ja, du hast halt ein kleines Loch im Kopf, wo irgendwie alles rausgeht, was du dir merken willst. Ich stehe genau drunter. Da hinten, verdammt. Oh. Bist du eine Banane, ey. Ach scheiße, Creeper, ey. Kann ich gehen oder soll ich noch stehen bleiben? Ich sehe dich gerade nicht mehr. Ich crafte mir jetzt eine Leuchtrakete und feuer die einfach nach oben, dann solltest du es finden. Ach, da sehe ich dich. Ich bin zweimal vorbeigelaufen. Nein, es gibt keine Leuchtrakete leider, die ich craften könnte, um ihn den Weg zu feuern. Ich mag meine Bronzerüstung. Kannst. Was willst du? Ich mag meine Bronzerüstung, ich krieg keinen Schaden, wenn ich vom Creeper, wenn der vor mir explodiert.
Naja, aber eigentlich ist die ja nur auf